Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Mit einem kraftvollen, dynamischen Flügelschlag eines herabfallenden Vogels. Diving Bird lautet der Titel des Werkes von Erika Giovanna Klein, die wichtigste Vertreterin einer neuen Kunstströmung, einer neuen Idee der modernen Malerei, des Kinetismus. Diese Künstlerin, die 1900 im altösterreichischen Borso Valsugana geboren ist, wird ihr Studium an der Universität für angewandte Kunst absolvieren. Sie wird zur Malerin, zur Grafikerin ausgebildet. Einer ihrer wichtigsten und prägendsten Lehrer ist Franz Zischek, der bereits mit seiner privaten Malschule Generationen von Künstlerinnen und Künstlern geprägt und geformt hat. Mit einer Idee dieser neuen modernen Kunst, nämlich der Formkunst, die trigonometrische Geometrie, also Kreis, Rechteck und Dreieck als Elemente des künstlerischen Schaffens. So wird Erika Giovanna Klein, die an der Universität für angewandte Kunst bei Franz Zischek auch eine Zeit lang beruflich tätig sein wird als Lehrende, aus Formen, die sie wie mit dem Zirkelschlag zusammengefügt und facettiert, diese ungeheure Bewegung, diese Dynamik in ihre Bewegung bringen. Sie dehnt, sie weitet, sie bricht aus dem Tafelbild förmlich aus, indem sie die Grenzen sprengt und nicht nur Raum und Zeit als Dimensionen in das Tafelbild hineinholt, sondern die Dynamik, die Bewegung, die Kinetik per se. Der Kinetismus wie eine Fusion neuer, moderner Ideen in der Malerei, der französische Kubismus, der italienische Futurismus und der russische Konstruktivismus werden quasi fusioniert, zusammengeführt. Und so ist Erika Giovanna Klein eine unglaublich aufgeschlossene, neugierige Künstlerin, die neue Wege zu beschreiten, immer wieder aufs Neue herausragend sichtbar wird. So wird sie auch 1924 als eine der wichtigsten Proponentinnen der großen Theatertechnik-Schau im Konzerthaus sein. Sie, die sie als bildende Künstlerin sogar privaten Schauspielunterricht genommen hat und auf der Bühne darstellend reüssiert, wird gemeinsam mit Friedrich Kiesler, der die Gesamtgestaltung dieser internationalen Theatertechnikschau im Konzerthaus ausgerichtet und verantwortet hat, neue Wege in einem modernen, neu gedachten Theater beschreiten. Und nichtsdestotrotz, diese aufgeschlossene, modern denkende junge Künstlerin wird ihr ganzes Leben hindurch große Schwierigkeiten haben, sich von ihrer Kunst nährend durchzubringen. Als sie 1929 in die Vereinigten Staaten emigriert, aus beruflichen Gründen, hat sie einen gerade einjährigen Sohn. Er ist in Graz geboren, sie wird ihn alleine großziehen. Walter Klein wird später die Karriere eines Pianisten, eines berühmten und sehr erfolgreichen einschlagen. In den Vereinigten Staaten wird Erika Giovanna Klein zeitgleich an 4 unterschiedlichen Kunstschulen unterrichten. Und doch schafft sie es noch daneben mit ihren Linolschnitten, mit ihren Tafelbildern, diesen Kinetismus weiterzuentwickeln und diese unglaubliche Dynamik, diese Bewegung in ihren Bildern erfahrbar und erlebbar zu machen. Eine Künstlerin, die den Rahmen der Malerei definitiv weitet, um nicht zu sagen sprengt. Der Blick auf ihr Werk lohnt immer wieder aufs Neue. Setzen Sie sich der Aura des herabfallenden Vogels, des Diving Birds aus. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der österreichischen Galerie Belvedere.